Hochwürdigster Herr Abt, venerabilis Pater Prior, hochwürdige und ehrwürdige, liebe Mitbrüder, diese Anrede ist manchen vielleicht etwas ungewohnt. Sie dient aber dazu, um einmal den persönlichen Kontakt herzustellen, dass man sich anschaut und dass man weiß, wer spricht mit wem. Heute spreche ich aber obendrein zu vielen Menschen, die über Livestream mit uns verbunden sind. Oft und oft sprechen wir innerhalb der Liturgie und außerhalb das Wort Amen aus und sprechen es vielleicht gedankenlos aus am Ende eines Gebetes, wo wir erst beim Amen draufkommen, das war ja ein Gebet, und hier vielleicht in Gefahr sind, das Wort ein bisschen leichtfertig zu gebrauchen. In früheren Übersetzungen der Heiligen Schrift hat es immer geheißen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Diese Form der Übersetzung ist sicherlich nicht falsch, weil das Wort Amen gilt als Bestätigung. Aber ich bin unendlich dankbar, dass es in dieser Art und Weise im landessprachlichen Text, also bei uns im Deutschen, als Amen, Amen hörbar wird. Denn die Literaturwissenschaftler behaupten, dass diese Redeweise am Beginn eines Satzes in doppelter Weise Amen, Amen zu sagen, ausschließlich die Redeweise unseres Herrn und Meisters Jesus Christus ist. Das kommt in der antiken Literatur sonst nirgends vor, weder im Hebräischen noch im Aramäischen, geschweige denn im Griechischen oder Lateinischen. Wenn wir also Amen, Amen hören, dann ist das Vox Ipsissima, so nennen das die Exegeten, unmittelbar die Stimme unseres Herrn und Meisters, die wir sozusagen akustisch hören. Dieses Amen soll uns kostbar sein. Wir treten dadurch in einen direkten, hörbaren Kontakt mit unserem Herrn und Meister Jesus Christus. Das Evangelium zeigt uns zwei Apostel, den Apostel Thomas und den Apostel Philippus. Thomas ist uns dann noch später bekannt, nachösterlich, wie er also sich nicht zum Glauben entschließen kann und erst bei der zweiten Erscheinung Jesu, wo ihm dieser seine Wundmale zeigt, ausruft, mein Herr und mein Gott. Der ungläubige Thomas, wie er fälschlicherweise genannt wird, ist, so glaube ich, ein Suchender, der zum Glauben findet. Und auch Philippus ist ein Suchender, denn er wirkt später als Apostel. Er ist übrigens nicht identisch mit dem Philippus, der heute in der Lesung aus der Apostelgeschichte erwähnt wird, wo die sieben Namen dieser sieben Beauftragten, viele Jahrhunderte später erst kommt die Bezeichnung für diese sieben auf, dass sie Diakone seien. Dieser Philippus von den sieben, von den Aposteln für den Dienst an den Tischen Beauftragten, ist derjenige, der den Minister der Königin von Äthiopien zum Glauben führt. Heute sind es die beiden Apostel, Thomas und gut bekannt von der Zweifelsstelle und Philippus, der nicht identisch ist mit dem Diakon, der den hohen Beamten der Königin entsprechend zum Glauben geführt hat. Beide fragen, sie insistieren auf Punkten, die ihnen nicht klar sind, und bohren und sind dabei, die Fragen sozusagen ganz direkt zu stellen. Mir kommt dabei immer ein Wort aus meiner vorklösterlichen Zeit, wo ich auch in Verkaufstechnik geschult wurde, in den Sinn, wo uns der Trainer gesagt hat, wenn der Kunde, der ja bekanntlich Kaiser ist, wenn der Kunde was fragt, dann gehen Sie immer auf diese Frage ein. Denn es gibt keine dummen Fragen, im schlimmsten Fall gibt es dumme Antworten. Die Frage ist immer öffnend. Die Frage ist immer auf ein Mehr an Wissen und Erfahren ausgerichtet. Und sie ist daher positiv. Es liegt in der Verantwortung des Antwortenden, wie die Antwort ausfällt. Ob dumm oder klug, gescheit, weise und wichtig. Es ist klar, dass die Antworten Jesu Christi auf die beiden Fragen der Apostel höchst wertvolle und ungemein theologisch durchsäuerte Fragen sind. Auf die Frage des Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann auf die Frage des Philippus, diese innige Einheit zwischen Vater und Sohn, die sozusagen schon ein Abbild der später dreifach gegliederten
ein Gott in drei Personen darstellt. Seien wir also, wenn wir das Wort Gottes verkünden, wenn wir von Jesus Christus sprechen und Menschen dazu hinführen wollen, nicht Behauptende und unsere eigene Weisheit in den Vordergrund stellende, sondern mit den Menschen, die uns hören, Fragende, mit ihnen sozusagen uns in die Fragestellung einlassen, um dann nach bestem Wissen und Gewissen, durchsäuert vom Gebet, eine Antwort zu wagen. So können Menschen zum Glauben kommen, und dieses Glauben ist, wie an dieser Stelle hier Papst Benedikt am 9. September 2007 gesagt hat, dieser Glaube ist nicht eine Doktrin, eine trockene Lehre, eine Relativitätstheorie, eine mathematische Formel, sondern sie ist die Begegnung mit einer Person. Thomas und Philippus begegnen in diesen Fragen und Antworten der Person Jesu Christi und sie vertrauen sich ihm an. Das eigentliche Wort für unseren Glauben ist ja nicht, wie wir es aus der Naturwissenschaft und der Mathematik gewöhnt sind, ein mehr oder weniger plausibles Fürwahrhalten von irgendwelchen Behauptungen, sondern es ist das sich einlassen im Vertrauen auf eine Person, eine Berufung, auf die wir verantwortlich antworten. Daher ist es nicht ein erkenntnistheoretisches Problem, unser Glaube. Kann ich das erkennen? Werde ich das glauben? Ist das beweisbar? Sondern es ist eine moralische Frage, eine höchstpersönliche, wertvolle, moralische Entscheidung, in der wir uns zu Jesus Christus bekennen. Sie ist dabei durchaus vernünftig. Unser ganzes Theologiestudium führt uns dazu hin, dass eine solche positive Entscheidung auf unseren Herrn und Meister vernünftig, höchst rational. Glaube und Vernunft gehören zusammen. Und diese Entscheidung ist also keineswegs mathematisch nachvollziehbar, aber trotzdem vernünftig und rational im umfassenden Sinn des Wortes. Es ist eine Wollensentscheidung. Ich will glauben. Und nicht, ich nehme irgendwelche Fakten halt mehr oder weniger interessiert an. Ich glaube, diese Bereiche unseres Glaubens sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, um uns dann ihm anzuvertrauen in unserer Berufung als Ordensleute, als Diakone, als Priester. Und dann wissen, wer das ist. Ego eimi, ich bin, das kommt im Neuen Testament an einigen markanten Stellen vor, und heute hier in der Antwort an Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im zweiten Teil der Wahrheit ist durchaus jenes naturwissenschaftliche Erkennen der Wahrheit enthalten. Aber es ist eine größere Wahrheit als nur die naturwissenschaftliche Faktizität. Es ist die Wahrheit unseres Lebens und unserer Berufung und unserer Bestimmung. Der Weg zeigt an, dass wir niemals am Ende sein werden. Wir sollen mit unseren Fragen und unserem Gebet niemals aufhören und immer wieder diesen Weg mit Christus gehen. Und schließlich ist er vom Anbeginn der Schöpfung die Ursache all unseren Sein, nämlich unser Leben. Dieses vitale Prinzip unserer Existenz ist ein unverdientes, unerklärbares Geschenk Gottes. Wir haben den Es kommt öfters im Neuen Testament vor, niemand hat Gott je gesehen. Das steht noch ganz in der alttestamentlichen Tradition des Verbotes, Gott anzuschauen. Oder wer es versucht, der muss sterben. Aber in Jesus Christus können wir den Vater erkennen und sehen. In der Einheit von Zweien, die dann schließlich den einen Gott in drei Personen darstellen. Wie liebenswürdig er ist, zeigt sich an seiner geradezu mütterlichen Aufgabe, uns eine Wohnung zu bereiten. Was kann uns Besseres passieren im irdischen Leben, als wenn unsere Mutter uns eine schöne, gemütliche, bewohnbare Hausung bereitet? Und Christus will uns beim Vater eine Wohnung bereiten wie eine gute Mutter. Er führt uns heim zum Vater. Amen.